Bestellens, Bavarian Race Cup in Schwabach. Am heutigen Sonntag, den 20. Mai 2018. Geburtstag meiner lieben Mama, der Gunda. Start gesetzt, drei Turniere gibt es da heute, das ist das zweite Turnier. Aufschlag Bartelitz, Lokalmatadorin Nummer 1 der Schwabacher. Und jetzt schlägt Aljoscha Warinski auf von TSV Stein. Den 6 Führung für Gianluca Bartonitz. Noch so ein ganz klein bisschen auf Ruben Schulz für arme Leute. Das Ganze aber ohne Noppen natürlich, er spielt zweimal Schwamm. Dementsprechend keine Rückhand-Schnittverteidigung, sondern Gegenziehen auf der Rückhand. Also so ganz vieles ist das dann natürlich nicht, klar. Und er schnappt sich den ersten Satz. Er spielt gerne von hinten heraus, hebt die Bälle einfach zurück auf den Tisch. Kann aber schon variieren. Wenn er einen Gegner hat, der ihn durchschießt, dann wird er schon aktiver und greift auch mal an. Ja, das sind also die Punkte, das mag er, Badewitz. Und das sind auch die Fehler, die Warinski nicht machen darf, wenn er hier mitspielen will. Das Erkennungsmerkmal von Badewitz natürlich, die mindestens 2 Meter hochgeworfenen Aufschläge. Thank you.
Thank you.
Wie steht's in Sätzen? 2-1, Bartonitz. Gegen Barinski. Ganz. Es geht in den 5. Entscheidungssatz 2-2. Wie lange spielst du schon? Ich glaube, du hast Talent, weil irgendwie für 1000 Punkte war das schon extrem stark. Ich versuche viel geraten. Ja, du kommst halt, wenn man nicht klar, wenn ein Art viel Schnitt drin ist, das ist das Problem. Aber ansonsten. Naja, mit 1000 Punkten ist er unterbewertet. Ohne Ende. Der könnte schon auf 50 sowas kommen. Ja, ich befürchte halt, dass er in der D-Klasse, falls er da Turniere spielt, der kommt halt viel auf Belagspieler. Ja.
war sehr empfindlich. Ne? Ja. Eben. Ja, jetzt, ich muss die Rotationen, da bist du halt empfindlich. Ja. Zeitschnitt, Unterschnitt, ja, Überschnitt. Wenn ich weiß, was drin ist, dann ist es schön für mich. Ja. Ja, wenn ich meinen Grundaufschlag als Silber kaufe, habe ich einen abgewechselten Unterschnitt, Löwen und Messerwand hast du bei Frauen eigentlich. Ja, war ich nicht so anstrengend. Was? Gegen die Leute, gegen die du jetzt den fünften Satz verlierst, wenn du da ein bisschen Schnittgefühl kriegst, in zwei Jahren haust du die dann weg. Mhm. Glaube ich auch. Es sei denn, wir sind selber noch am Aufsteigen. Ne? Also ich habe nur die Schnitte zu geben, die ich falsch gut gewonnen habe. Ich sehe auch, dass ich das so war es zu 3-1, aber nächstes Mal wird es dann gleich zu 3-1. Ja, aber du hast ja auch noch die Sachen. Ja, die Jungs sind ja. Geht es ja ein bisschen schneller. Jo! Da muss man ein bisschen was sehen. Ich finde es schön, dass ich das gerade wichtig, fiese Turniere zu spielen, damit du da das ist gut kriegst. Sieben. Bitte. Also 8 zu 10 steht es, glaube ich. Das wären zwei Matchbälle für Gianluca Bardonek. Und die gelbe Karte wegen Schlägerschmeißens. Wollen wir mal ein Auge zudrücken nach so einem Spielverlauf?